Mein Schatz, nicht anfassen, sonst DDoS und Hacking. Was ist denn da drin? Was? Oh mein Gott. Was ist das denn? Guckt euch das an, Freunde. Das ist ein Minecraft-Bug. Der ist von Mojang verboten. Das haben wir jetzt nicht gefunden, Freunde. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Hey Freunde, und zwar verlosen wir 3x 25 Euro Paysafe Card, also insgesamt 75 Euro. Um eine von den 25 Euro Paysafe Karten gewinnen zu können, müsst ihr erstens dieses Video hier liken, einfach mal einen netten Kommentar schreiben und zusätzlich noch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr die ganzen Schritte befolgt habt, könnt ihr eine Paysafe Card gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin heute mal wieder auf durchrasten.de, das ist mein City-Build-Server. Joint da auf jeden Fall mal drauf, die Server-IP ganz oben in der Videobeschreibung. Wisst Bescheid, Freunde. Oh mein Gott, es ist wieder so unfassbar krank. Wir hatten ja schon einige kranke Hacker bei uns in den Videos, aber dieses Mal toppt es wirklich alles. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Schaut es auf jeden Fall bis zum Ende an, das Video, und lasst einen Daumen oben da. Falls es euch gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. So, und ich werde mich jetzt umdrehen, Freunde, und das ist wirklich krank. Haltet euch wirklich fest. So, also, guckt euch das an. Oh mein Gott, da hat ihr sogar so einen komischen Hackerkopf. Und es ist wieder alles aus Diamanten. Und wie gesagt, dieses Grundstück wurde gemeldet. Und wisst ihr, was noch viel kranker ist, Freunde? Der hat sich hier ein Grundstück direkt am Spawn besorgt. Direkt am Spawn. Freunde, diese Grundstücke sind eigentlich schon direkt alle vergeben. Und der hat hier einfach ein Grundstück direkt am Spawn. Das ist eigentlich so krank, weil diese Grundstücke bekommt man nicht einfach so. Ist ja auch egal, darum geht es jetzt ja eigentlich gar nicht. Was ich schon wieder absolut geil finde, ist, dass er einfach einen Fick gibt und hier einfach sein Hacker-Grundstück wieder richtig öffentlich präsentiert und nicht einfach nur am Arsch der Welt, wie die es gerne mal machen. Nein, dieses Mal ist es wirklich direkt am Spawn. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Freunde, wir müssen aber aufpassen, dass er uns nicht entdeckt. Also seid auf jeden Fall ruhig, Freunde. Hier ist schon direkt ein Schild Forks und Sky Guy. Verpisst euch, ihr Autisten. Oh mein Gott, hier noch irgendwelche Hackerköpfe. Freunde, dieses Grundstück ist so unfassbar krass. Ich finde es wirklich krass, weil der hat wohl auch irgendeinen illegalen Mojang-Bug genutzt, soweit ich das verstanden habe. Das hat irgendwie ein Supporter gesagt, der sich das schon mal im Vorfeld angeschaut hat. Und er hat gefragt, ob er das Grundstück löschen soll. Aber da ich gesehen habe, dass der Inhaber gerade online ist, dachte ich einfach mal, wir machen mal ein lustiges Video. Wie gesagt, wenn ihr das rausfinden wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Freunde. Hier, Hauptsache hier steht, geh weg, sonst hacke ich euch. DDoS. Freunde, nochmal ganz kurz zur Erklärung. DDoS ist einfach nur, dann geht euer Internet weg. Für die Leute, die immer nochmal nachfragen. So, ist jetzt noch irgendwas, wie gesagt, alles aus Diamanten. Mega krass einfach nur. Ah, ich finde es einfach nur mega krass. So, was haben wir denn hier noch? Also wir haben, glaube ich, von außen ist jetzt noch... Haben wir jetzt nichts verpasst, glaube ich? Nein. So, ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen tiefer reingehen und mal schauen, was sich da drinnen noch so verbirgt. So, was haben wir denn hier? Okay, hier sind jetzt gerade ganz viele Kisten. Alter, ist das krank. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich weiß einfach, dass in diesen Kisten so viel kranke Scheiße drin ist, ne? Ich will gar nicht reingucken, weil mich das einfach nur schockieren wird. Ich schaue einfach mal rein in die erste. Ja, oh mein Gott. Das ist ja schon wieder krank. WTF. Das Ding ist, wofür in Gottes Namen braucht man so viele Diamanten? Ich finde es immer wieder so unfassbar lustig. Das ist ja schon richtiges Horten. Und das Ding ist, Freunde, das sieht jetzt zwar auch schon viel aus, aber ich will euch mal ganz kurz was zeigen. Das habe ich ja schon im letzten Video mal gezeigt. Aber schaut euch das mal an. Ich nehme jetzt hier ein 64er Stack Diablöcke. Und ich werde mir jetzt, ich mache jetzt mal ein Crafting Table. Ich glaube, das geht sogar mit dem Comment. Crafting Table. Ne, dann mache ich mir ganz kurz ein Crafting Table. Und Freunde, es ist wirklich krass, weil ich muss euch das immer ganz kurz zeigen, weil das war mir anfangs auch nicht bewusst. Aber es ist wirklich krank, weil diese 64 Diablöcke ist eigentlich, ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier einen platziere, sind das 9 Diamanten. Es sind 9 Diamanten. Okay. Ein Diablock sind 9 Diamanten. So. Und wenn ich jetzt hier alle rein platziere,
dann sind das einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stacks Diamanten. Und von diesen, und ihr müsst euch das, ich finde das so krass, wenn man das mal überlegt, wie viele Dias das eigentlich sind. Schaut euch das mal an. Ihr müsst euch vorstellen, jeder dieser Dia-Blöcke sind 9 Stacks Diamanten. Ich werde nochmal ganz kurz hier meinen Rechner öffnen und euch das mal vorrechnen. Also, passt auf. Ich finde das so krass, ich muss das ganz kurz mal so. 64 mal 9, das heißt, ein Stack Diablöcke sind 576 Diamanten. Wie krass ist das, bitteschön? So, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal weiter in die Truhen rein. Und Alter, nein. Ich finde das so krass einfach nur. Und ja. Was? Der hat hier Comment-Blöcke. Freunde, diese Items, die bekommt man nicht mal bei uns auf dem Server. Ich würde gerne wissen, wie er in Gottes Namen an diese komischen, an diese Blöcke rangekommen ist. Ich finde das so krank. Guckt euch das an. Wie kommt der bitte schön an die Blöcke? Was? Seht ihr gerade, was ich sehe? Der hat hier einfach, Freunde, das ist ein Mojang-Bug. Es ist ein scheiß Mojang-Bug. Der hat hier Monster-Spawner und ihr seht, ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen schockiert. Wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Das Ding ist, ich habe schon gar keinen Bock mehr, in die anderen Truhen zu gucken. Oh mein Gott, was ist... Nein, Alter. Dieser Typ ist ja mal so maximal gestört. Der hat hier einfach Barrieren. Diese Items bekommt man einfach nicht bei uns auf dem Server. Mich würde mal interessieren, wie er an diese Items kommt. Und wie gesagt, hier nochmal alles voll mit Dias. Und wie gesagt, Freunde, ich habe euch das ja mal gerade ganz kurz vorgerechnet, dass ein Stack Dia-Blöcke einfach fast 600 Diamanten sind. 600. Und er hat hier einfach 4 Doppelkisten voll mit Dia-Blöcken. So, was haben wir hier denn noch? Ja, Smaragdblöcke, alles klar. WTF. Und was haben wir hier? Mein Schatz, nicht anfassen. Sonst DDoS und Hacking. Da ist der Typ gerade. Hä? Aber warum kann er mich denn sehen? Ich bin im Vanish. Freunde, wir müssen aufpassen, dass er uns nicht sieht. So. Und jetzt werde ich hier diese Truhe öffnen. Jetzt bin ich gespannt, wenn er das schon so beschildert. Muss das ja wirklich krank sein. Also, ich werde es jetzt öffnen. Was? Oh mein Gott. Freunde, das ist einfach ein Mojang-Bug. Den hat Mojang verboten. Der ist... Oh mein Gott, Alter. Guckt euch das an. Ja, das ist wirklich sein Schatz, Alter. Und... Alter, nee, ich muss wirklich sagen, ich bin schockiert, weil so eine kranke Hackerbase habe ich ja noch nie gesehen. Ich werde nochmal ganz kurz in Game Mode 3 gehen und mal schauen, ob hier unten noch irgendwas ist. Aber der hat hier auf jeden Fall keine geheime Kammer noch oder so. Das heißt, wir haben jetzt diese Base hier, haben wir jetzt erkundet, okay? Und ich habe mir jetzt mal was ganz Besonderes überlegt. Ich werde jetzt erstmal aus dem Vanish rausgehen. So, jetzt sollte er mich eigentlich sehen. Wo ist denn der Typ? Warte, stopp mal. Der fliegt ja auch noch rum. Sag mal, also dreister geht's ja wohl nicht, oder? Der fliegt ja einfach rum. Und der hat keinen Rang oder so. Der ist normaler Spieler und kann hier mit seinem komischen Häkchen auch noch rumfliegen. Nee, also das ist ja an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Und hier steht einfach der Inhaber vor ihm und er fliegt hier einfach rum. Wie dreist ist das, bitteschön? Und ich würde mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schreibe jetzt mal, hey Freunde, wer will einen Hacker griefen. So, da antworten die Leute auf jeden Fall schon mal. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt gleich dem gesamten City Build 1 Server, ist halt nur ein Spielmodus von uns, also jetzt nicht denken, dass es, also wir haben auf jeden Fall noch mehr, aber wir werden jetzt dem gesamten Server einfach Rechte auf diesem Grundstück geben und falls ihr auch mal bei sowas mit dabei sein wollt, dann spielt doch auf jeden Fall mal aktiv auf meinem Citybuild-Server durchrast.de. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch mal dabei haben zu können und ich würde sagen, wir machen jetzt eine TPA zu hier zu allen
Und dann kann einfach der gesamte Server auf diesem Grundstück abbauen. Ich mache jetzt /p@Sternchen, Freunde. 3, 2, 1. Und jetzt kann einfach der gesamte Server auf dem Grundstück abbauen. Und oh mein Gott, Freunde, ihr seid viel zu viele. Ihr bringt den Server schon fast zum Überlasten. Alter, wie krass ist das? So. Ja, Freunde, guckt euch das an. Und schreibt da vielleicht irgendwas in Chat oder so. Ich muss mal vielleicht drauf achten. Aber... doch, hier, guckt, er haut einfach auf seiner Tastatur rum. Oh, dieser Typ, ey, der macht mich fertig. So, und ja, Freunde, guckt euch das an, wie das Haus ist einfach schon so maximal im Arsch. Alter. Und das, nein, stopp mal, Freunde, mein Minecraft buggt gerade. Was ist denn hier los gerade? Mein Minecraft buggt einfach gerade. Wegen dem Shader, glaube ich. WTF. Ich mach mal kurz meinen Shader aus. Also, Freunde, das war schon mal wieder sowas von krank. Ich würde sagen, das hatte der Hacker auf jeden Fall verdient. Und wie gesagt, das passiert auf jeden Fall auf unserem Server mit Hackern. Das heißt, ihr müsst gar keine Angst haben. Joint auf jeden Fall mal drauf. Wir geben auf jeden Fall auf euch Acht. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Ich passe auf euch auf. Der Fox passt auf uns auf. Über 40 Moderatoren haben wir, die passen auch auf euch auf. Also habt keine Angst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch da mal zu sehen. Und ich würde sagen, dann war es das auch mit dem Video. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns auf dem Server oder beim nächsten Video. Haut rein, Freunde. Habt einen schönen Tag. Ciao.